Hier haben wir den Adapter von KiwiFotos und zwar ist das ein Adapter, mit dem man Canon FD-Objektive hier an das Sony-Bajonett, also für die Sony-Nex anbringen kann. Dieser Adapter bringt ein paar Besonderheiten mit, darum dieser Film. Man kennt das, man ist auf eBay unterwegs, guckt ne, so nach Objektiven, zum Beispiel auch die schönen alten Canon FD-Objektive, also die Objektive, die der Pre-Autofokus-Zeit bedeutet, dass also hier alles manuell zu fokussieren ist. Man sieht die Preise und denkt sich so, verdammt nochmal, Mensch, kann ich ja irgendwie nicht gebrauchen. Wenn Sie das Sony Nex haben, können Sie das auf jeden Fall verwenden, können also billig schön bei irgendwelchen Verkaufsplattformen diese schönen alten Objektive kaufen und können die dann hier mittels Adapter an Ihre Sony Nex anschließen. Zum einen hat das auch den Vorteil, dass Sie hier mit diesem Adapter, mit diesem Ring, auch die Blende an den alten FD-Objektiven betätigen können, was normalerweise so nicht möglich ist. Das geht halt eben nur mit entsprechenden Kameras, wo das Glas eigentlich auch dran gehört. Aber mit diesem Adapter, wie gesagt, geht das. Wie funktioniert das? Das Ganze funktioniert eigentlich so, dass wir hier auf der Seite eine Markierung haben, beziehungsweise hier einmal diesen roten Punkt. Da steht einmal off und einmal on. Und wenn Sie jetzt hier dieses FD-Bajonett, beziehungsweise dieses Objektiv mit dem FD-Bajonett mit dem Adapter verbinden. Das ist übrigens auch die Reihenfolge, die ich mir empfehlen würde. Erst das machen und dann an die Kamera, damit der Chip nicht so lange offen liegt und da kein Staub rankommt. Muss man hier also diesen Adapter erst einmal mit dem roten Punkt auf On stellen. So, jetzt sehen Sie, sieht es auch im Bilde hier. Zack, das heißt einmal kurz rüberdrehen, dann ist er auf On. Wenn Sie den einfach so stehen lassen, kriegen Sie es hier mit der entsprechenden Gegenüberstellung mit dem roten Punkt auf dem roten Punkt hier in dem Bajonett des Adapters. Das haut nicht hin, ne? Das will irgendwie nicht passen. Ich kann mir vorstellen, kaufen Leute diesen Adapter, will das irgendwie anschließen und wissen nicht, warum funktioniert das nicht. Große Probleme, wieder zurückschicken, alles defekt. Nein, Sie müssen hier einfach nur den Adapter auf On stellen, dann den Adapter mit dem Objektiv verbinden, zack, und schon ist das Ganze hier fest verbunden. Das mit der Blende, wie folgt, ich hoffe, Sie können das sehen, weißer Tisch. Ich drehe jetzt mal hier an diesem Ring. Sie erinnern sich, das ist der Ring, wo auch hier oben diese Bezeichnung ist, beziehungsweise der rote Punkt. Und die Blende schließt sich. Das ist also eine ganz feine Sache. Das heißt, Sie können dieses Objektiv auch vollwertig verwenden mit Blendeneinstellung. Dann nehmen Sie Ihre Sony Nex, befreien die von diesem Kit-Objektiv, weil Sie wollen ja auch mal richtig scharfe Bilder machen, und schließen dann den Adapter wiederum mit der Markierung hier oben, der rote Punkt, an dem weißen Punkt der Sony an. So, dreht das Ganze leicht. Klick, haben Sie gehört. Und alles ist verbunden. Wunderbar. Jetzt können Sie hier mit dem Display die Schärfe kontrollieren, hier vorne manuell fokussieren und auch noch die Blende einstellen. Wenn man das jetzt noch sehen kann, ja, ich glaube, das kann man sehen. Hier, zack, die Blende. Das geht auch ganz flüssig. Von der Blende 1,8, der Offenblende, runter bis zur 22. Einfach hier drehen und schon ist das Ganze abgeblendet. Ja, sieht lecker aus, ne? So war das früher mit diesen schönen Objektiven. Das also hier der Adapter von KiwiFoto für das FD-Bajonett bzw. für FD-Objektive, also Canon FD-Objektive mit dem FD-Bajonett an die Sony Nex, an das Nex-Bajonett.